Let's play Mouth Park, The Fractured Butthole. Fractured Butthole. Link, wir haben uns ein Hexenkostüm geschnitten. Ein nagelneues, mega kühles Kind. Guy with Three Brush, das ist ja cool, ey, dankeschön. Das war natürlich, ne, also, ey, das wisst ihr ja von mir, ne, wenn ich sowas sage. Kein Gebattle, wenn dann mit A. Wenn dann battle euch mit A an. Nee, ich informiere nur manchmal darüber, wenn manchmal vergisst man das. Ich habe ja bekanntermaßen in meinem ganzen Leben noch nie was vergessen. Aber es soll ja Leute geben, die das. Toriadora, wovon auch immer eine noch. Eine Folge, Tori, sonst wäre ich jetzt ins Bett gegangen, weil ich gigatausend müde bin. Aber es ist ja so früh, da kann ich erinnern. Und damit, hallo Tori, du bist Nummer 50. Ach, wie schön, ey. So schön mit euch. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Aber sonst würdet ihr ja nicht kommen, oder? Ah, hier können wir jetzt Schisselmanissel machen. Hey there, I'm Talon, your gaming bud. See that red crack? You can't break that with your snapping pops. You're gonna need an explosion. Aber. Okay, wir brauchen. Okay. Ach so. Guy with Three Punch verpennt es immer, wenn er so rumlag. Ey, kein Problem. Aber danke. Aber dafür bist du jetzt, wenn du es nicht regelmäßig machst, bist du natürlich nur die traurige weiße Schnurrbarttasse. Und nur mit einem Schnurrbart ist man natürlich sad, weil man natürlich einen richtigen Bart haben will, wie die Ninja zu machen. Also, Tasse von Ninja. Hat jemand eine Idee, was wir hier noch anders machen können? Wir haben jetzt hier die. Müssen wir da vielleicht hinpupsen? Wann soll ich alt genannt? Über 50! Ja, du bist sehr weise. Hello, shitty kitties, where are you? Shitty kitties! Slow news day? I guess we're in for a quiet week. Ninja hat einen Bart. Ninjas Tasse hat einen Bart. Da ganz oben ist was, was mehr Bums macht. Meinst du? Ja, die Gasflasche halt, ne? Oder was meinst du? Muss ich. Ah, warte mal. Kann ich die. Die muss ich da bestimmt irgendwie runterholen, aber. Come on out, kitties. Here, kitty, kitty. Im Sinne der passenden Qualifizierung gelobe ich. Hey, du Knack! Wurst! Dinner is served. You guys are dinner. Das ist die härteste Beleidigung, die mir spontan eingefallen ist. Du Knackwurst, was stimmt denn mit mir nicht? Taking a blood sample now. Dude, you are trying way too hard. Wir können durch die alle durchrushen, das ist doch klug. Das ist nicht Stan. Douchebag! Oh shit, die sind ganz schön stark, ey. Ich bin angewidert, die geht, die geht, die geht! I can't say no to kicking some fourthy ass. Oh. Can you believe I don't have any formal fight training? Feel the wrath of human. Okay, wir müssen ihn auf jeden Fall heilen. Heilt er alle? Er muss ja leider eigentlich gar nicht. Noch 32? Ne, dann. Ich dein Schild. Oh nein! Okay, here we go. Tassenmodifizierung könnte mein neues Lieblingswort werden. Das ist aber ein gutes Wort. Oh nein, wir haben. Kann er irgendwie ein. Er kann sie auf jeden Fall antanken. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Eigentlich wäre es geil, wenn er sie ineinander bashen könnte. Da habe ich natürlich nicht aufgepasst. Oh, die gehen dann weg. Hä? Wie, was? Go anytime, Craig. Don't rush me, Kite. Suck on this. Isn't it great to have superpowers? You can call it whatever you want. I just punch the shit out of shitheads. I just punch the shit out of shitheads. I'm going through a lot of stuff right now, and needing to punch you is one of them. Take that, Forthy. Ekel.
Aber er muss, warte mal, der Typ ist da gleich dran. Aber da, davor sind wir nochmal wieder dran. Ne, sind wir nicht, ne? Der hat das jetzt schon getriggert. Was macht denn Y dann? Erzeugt Ekel bei Feinden in der Nähe. Oh, das, damit können wir... Are we doing this or what? Damit können wir alle erreichen hier. Das ist so ein ziemlich guter AOE, ey. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier weg. Sonst eskalieren wir da gleich. Und wir können ihm halt einen reinbraten, oder? Ja, weiter können wir leider nicht. Ich bin so tump. Ah, ne, doch nicht, das ist ja gar nicht. Was macht der? Mein Gott, voll runter. Yeah! Schön angewidert sein. Okay, wir sind fast tot. Wir müssen uns eigentlich mal heilen. Und er hat uns doch in Sicherheit gesaugt. Das ist ja gigaklug gewesen. My turn. Oh, ja. Oh, das wird gut. I've had it with this gym. Oh nein, er hat ihn leider nicht erwischt. Ah. So close, so close. So close. Okay, who's the next target of my unbridled rage? Oh nein, er hat... Ich hab... Ach, weil ich ihn weggekloppt habe, oder? Oh, he did. My fist is going so far up your ass, I'll be able to help you floss. Ey! Floss ist nicht Zähneputzen, Floss ist Zahnseide benutzen. Da sind aber immer die Übersetzungsschlingel nicht so richtig im Stissel. Siege 10 Sechsklässler. Easy. Wir sind mega gut. Wir sind mega klug. Wir sind giga hübsch. Wir sollen in den Taco-Laden gehen. Dann gehen wir jetzt einfach nach rechts. Lava! Hallo Ludwig! Ich komme gerade von der Arbeit. 5:50 Uhr morgens und erstmal ein kühles Feierabendbier. Ach, du bist in Australien, ne? Jetzt dachte ich gerade. What? Wieso warst du bis 5:50 Uhr morgens arbeiten? Was hast du gearbeitet? His bus was supposed to be here back in December. Smells like shit's really hitting the fan. I can't believe I agreed to this. Sarah. Wir sind ein Social Media Phänomen. Look at you with all that storage on your device. Meine Nase juckt. Roman. Roman! Oh oh, Ninja. Sorry, Superhero. The bank is closed due to a lava emergency. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Oder? Was ist das denn? Hallo! Better check out our new stuff before it gets tainted by the old stuff. Blitzmaske. Und der Blitzanzug. Ah. Oh, Edgar's Kleber. Der Schallfäkalisator ist Stufe 35. Check back, we get new crap every day. Sorry, I'm not much for selfies. Warum nicht? Hello there, you one of Kyle's friends? Ja. Hallo, fremder Mann. We're having a big sale on new used underwear this week. New used underwear. Wo müssen wir? Okay. Wir müssen hier, irgendwo können wir hier hoch. Hey, you know you don't work here, right? Aber wo wollen wir hin? Ah! K.
Kann man das Fred Feuerstein-Outfit kaufen? Ich glaube nicht. Gute Idee. Yeah! Die Maskeradenmaske. Die möchte man natürlich erstmal ausprobieren. Aber leider würde sie den BH ersetzen. Damit ist sie raus. Hängt hier irgendwo noch so ein Erotikbild? Da hinten! Genius, Franz. Oh, harte Süßigkeiten, ey. Die Süßlis, ey. Oh, wir haben Geld bekommen. Inwiefern haben wir heute Penistag? Links die gerade, die Taschen, gelb. Ja, die habe ich. Ja, die habe ich, genau. Habe ich schon gemacht. Dankeschön! In die Unklar. Oh, Leute, da war. Ne, die sind nicht gelb, die Umkleiden, glaube ich. Ne, wir können hier nur den Mann anpupsen. Oh, come on. Hihihi. Danke, Fräulein Sensor. Jeden Tag ist Penistag. If we all work together, we can make day drinking cool. Oh, jetzt erstmal Taco. Welcome to Freeman's Tacos. If there's anything I can interest you in, well, you just let me know. This is Gordon Freeman! Gordon Freeman. Genau, this is Gordon Freeman. Hallo, Taco Mann! Star of stage and screen, Morgan Freeman is not Morgan! Ich Gordon. Be with you at this time. Hallo, Thors Einhorn-Gesandter. Dort verkauft Tacos. Ich würde gerne mit dir schnacken, weil ich muss ein Taco kaufen. Maybe when you're better at crafting, I'll take a selfie with you. Okay. Freeman's Tacos is completely craft your own. You know what crafting is, don't you? La! Just open up that crafting menu and we can get started. You can combine food items into whatever you like. What? Let's start with a staple, the burrito. A warm tortilla wrapped around, well, any old something. Here, I'll give you what you need to get started. This here shows how much food you need to fill up that tortilla. Now to just put it all together. Was ist denn an der Stelle, wo im ersten Teil das Raumschiff abgestürzt ist? Ich weiß es nicht. Well done. Stimmt, da kamen die Nazi-Viecher her, ne? Now that you've got your first taste of crafting, let's dig in. Let's you dig in. You can combine food items into whatever you like. Go ahead. See what happens if you combine a burrito and an enchilada. Congratulations, new kid. With an enchilada and a burrito, you've crafted an enchirito. Enchirito. First time anyone's ever done that. And what the hell? Have a few more recipes. They might just save your stupid ass. Oh, ich bin Fan, ey. Nothing left to do now but document this moment in human history with a selfie. Würde mich halt freuen. Ja, so. Woohoo! Morgan Freeman, wir haben Alter, ich hätte auch gerne ein Selfie mit Morgan Freeman. Okay, let's never do that again. Ja! Der Zirbel Sanchez ist aber leider kein richtiger Bart. Da müssen wir aufpassen. Können wir noch was Verrücktes craften? 13 neue Rezepte. What? Bis 14% Status-Effekt waren 28. Oh, die sind jetzt. Boah. 30er. Gegner, die sich dem Team mit dem Siegel stellen mussten, haben vor Geheimnis akustischen Störsignalen vom Tishit-Kult of Red Rocks berichtet. Also Status-Effekt-Schaden ist natürlich nicht schlecht, wenn man sie anzieht. Oh, der Schicksals. Und der Arsch an. Cyber. Oh, der Nordmann-Helm ist natürlich auch schon zu. Erinnert mich an die
Klatsche, König von Cyanide and Happiness. Cyanide and Happiness ist super. Hallo, fremder Mann! Darf ich dich beim Essen stören? Ich liebe dieses Ort, weil du kannst whatever food items you want. I love this place because you can craft okay, whatever food fresse. Items you want. Ja. Oh! Ew, kannst du meine Gedanken lesen? Alter, wie viel Spucke verteilt ihr denn da ineinander drinne? Ihr Ekels. Oh oh. So, von so einem Takolan hat wahrscheinlich schon viel Leid gesehen, ne? Tschu, 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 tschu. Muss ich da wohl eigentlich langsam drehen? Nee, ne? Nee, ich hab richtig geboomst. Oh. Nein, der falsche Knopf, der falsche Knopf, der falsche Knopf! Der falsche Knopf. Achso, jetzt muss er erst wieder Druck aufbauen. Oh, mehr Druck! Wir brauchen mehr Druck! So, wenn der Druck alle ist, ist vorbei. Okay. Jetzt noch mehr Druck, noch mehr Druck. Okay, jetzt noch einmal, jetzt noch einmal. Ah, ich bin zu dumm. Das. Boah, das war aber wirklich schwierig. Aber wir haben die coolen Moves. Wir haben die coolen Moves. Auf dem Takolan haben wir aber echt richtig einen rausgehauen. Sollen wir nicht einen Taco eigentlich für Atmen holen? I love this place, because you can craft whatever food items you want. Flasche mit Orgasmuskraft? Bitte? War das Cream Goo? Ach, das ist eklig. Oh, Statuseffekt Erholung, Ultimativkraft. Hier dort, das ist ziemlich gut. Und das ist, war das Sperma. Die Folge ist ziemlich eklig. Immens großer Käsestick. Ah, wir finden bestimmt. Alter, ist das nice. Ja, Thor ist einer. Was soll ich sagen? Stolz von der Populis. Brauchen wir auf jeden Fall alles. Haben wir jetzt den Taco für Mann? Alle Raisins für Partikel auf dem Hut. Vielleicht, wenn wir rausgehen. Wir sollten ja eigentlich Karten und einen Taco holen, ne? And just one more thing. Ah! They say that some farts are so powerful they can actually bend the fabric of time. You be careful out there. New kid, you've done a decent job so far. Come back to the Coon Lair, I think we should advance your character. Coon out! Geil! Wir waren noch nicht im Fotodojo. Ich will ja kurz Hallo sagen. Tripod 200 SI. Hallo! Das PC Principal rechts. Can I interest you in our latest gear? Oh, Ulti-Erholung. Der Netdeck-Anzug. Okay, das ist nicht so spannend. Miau? Hallo, Miezekatze! Da wohnen die Tweak Brothers. Ich will. Aber. Komme ich denn am schnellsten zu Cartman? Wow, was ist das denn? Eichhörnchen Nüsse versteckt. Ey, willst du ein Selfie mitmachen? Why can't you play a game that doesn't require crazy outfits? Weil du doof bist? Das ist eine gute Begründung? Oh ja, oder? Wieso kann ich die Servietten nicht hauen? Wie heißen diese Servietten, wo Licht rauskommt, die in der Stadt stehen? We're friends, right? Too late, we are now. You want a selfie with me? Okay. Da war ein Bild neben der Türe. Oh, shit. Geh, Bulger, hallo. Bin jetzt befreundet mit Hundekacke? Whoa, is that really what I look like? Laternen, genau so heißen sie. Was ist denn mit Katzi los? Ein Bild neben der. Oh, da! Ihr habt recht! Oder ums. In Italien Rabu!
Sind hier drauf. Dankeschön, Gebulga! Du bist ein hübsches Pferd. Und auch ein sehr kluges Pferd, das kann man nicht. So, wir müssen. Da können wir nicht längs. Wir können. Wir gehen erstmal zu Cartman zurück, bevor wir die Polizeisache machen. Hey, Dude! What's your malfunction? That's assault! That's assault! Salt. Your precious global financial system is in flames. Okay. Ach hier, nee, da wollte ich dir. Wir können doch hier die Bahn nehmen. Choo choo, motherfucker! Haben wir hier eigentlich schon? Da ist David Hasselhoff! Da ist David Hasselhoff! Da ist David Hasselhoff! Das sind drei David Hasselhoffer. Is it itchy in here, or is that just my face? Getting your face fixed, Buckaroo? Good for you. Next time I'm bringing my own magazines. Arschmeister Ratgeber für Gesäßmuskelplastiker. Hallo! Happy Halloween, new kid. Wait, is it Halloween? Nein. Hier sind schöne Sachen. Glas mit orangefarbenem Gesichtsbräuner und einem Typ Hydrogel. Und? Abgesprengter Ebola-Penis. Und alte Nasenabfälle. Ew. Da oben sitzen die Boys. Süße Sahne. Hallöchen, ihr beiden Schlängels. Roman, Snub, Hawk, Celestial, Black, Greek. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso können wir da nicht durchflutschen? Das ist mein Ace? Wo ist mein Ace? Das ist mein Ace? Mein Ace? Wo ist mein Ace? Oh, wer? Ach, David Hasselhoff ist mein Ace. Okay, warum? Ja, das ist mir. David Hasselhoff ist ein super Dude. Schloss Einhaus mal wieder weg. Bis bald. Bis später. Grüß schön. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns. Du riechst sehr schön. Du riechst so gut. I'm the fastest kid in town. Hey, new kid. Call on me whenever you want to get somewhere. Call on me whenever you want to get somewhere. Call on me whenever you want to get somewhere. Witzig. So gemein, aber so witzig! Damn. Ich hätte auch gerne ein David Hasselhoff-Shirt. Freund von mir und seinem Bruder sind mal bei einem David Hasselhoff-Konzert rausgeflogen, weil sie zu wild getanzt haben. Da bestuhlt und sie haben sich geweigert, sitzen zu bleiben, weil sie tanzen wollten. Vielleicht hatten sie auch ein bisschen Bier getrunken. Waren die Leute das nicht gut? Waren sehr langweilig, Leute. Fuck. You, Mom. The King! Ah, new kid, come, take a seat. You don't quite look like a boy, new kid, or a girl. You're like Prince. Not there. Not there either. Mosquito likes that seat. You touch it again and we all fucking die. Fucking stop. Hey, I told you not to fuck with that. All right, well, how's it going out there? Okay, good talk. Well, listen, I think you show some potential, and I'm gonna upgrade you to somebody's sidekick or something. Congratulations. Yeah! I just maybe wanted to talk about your superhero character a little bit. Your character sucks, to be honest, and I think I'm gonna let you dual class. Let's pick another ability to add. So what kind of skill set are you looking to add to your repertoire? Wow, wow, wow! Wow, lecko mio! Kinder, jetzt können wir richtig, jetzt können wir richtig ausrabatzen, ey. So, wir könnten jetzt noch Brutalist dazu nehmen, oder... Brutalist. Speedster. Oder Speedster, oder, aber jetzt was Neues, der Elementarist. Blitze, Eis, okay, oder Cyborg. Die erste Direktive des Cyborgs ist es, in Ärsche zu treten. Er ist mit seinen mächtigen Angriffen Gegner heranziehen und wegstoßen, der Herr des Schlachtfelds. So, yeah, what an amazing moment for you. You must be excited. Oder Psychiker.
Nächtliche Werbesendungen haben den Geist des Psychikers zu einer Waffe gemacht, der er Freunde stärken und Feinde schwächen kann. Okay, das sind Buffs und Debuffs, das ist langweilig. Elementalist. Brutalist. Speedster. Ein Speedster haben wir tatsächlich noch nicht im Team, ne? Ah, das ist aber alles stärkebasiert. Das ist auch alles stärkebasiert. Cyborg. Psychic. Also bisher haben wir halt alles Geschick und Geist, ne? Beide von links hat Brüste, Ninja. Du hast. Ich habe gesehen, dass du es korrigiert hast, aber so ist witziger. Jimmy ist Speedster, okay. This is kind of a big moment in your superhero life. I don't know, I guess I was just expecting a little more enthusiasm. Cyborg ist schon ziemlich cool, ne? Ein Feuer-Cyborg ist schon witzig. Elementarist würde natürlich auch gut passen. Debuffs klingen gut, ja, ich bin jetzt auch hin und her gerissen. Psychic. Also unsere jetzigen Fähigkeiten basieren alle auf dem Grünen und dem Blauen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Speedster. Elementalist. Why don't you pick something and I can tell you more about it and we can move on with our lives. Psychic. Das war die gleiche Kuh. Ich hab's eben doch gesagt. Dankeschön, Connor und Co. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank für den Resub. Du wilder Specht aus Mexiko. Jetzt hast du eine coole goldene Tasse neben deinem Namen. Nicht mehr eine weiße. Weil du jetzt den dritten Monat resubbed hast. Bäm. Dankeschön. Sehr geil von dir. Genau, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Können wir das später noch ändern? Ich weiß es überhaupt nicht. Schau dir die Fähigkeiten an, dass ich habe Angst, das auszuwählen. Elementalist. Was will ich? Cyborg. Ah. The heart of steel and regular human bowels. Human bowels. Ich kann die Fähigkeiten nicht angucken. Aber da ist eine Kreuzattacke dabei. Und eine Musikattacke und eine Schießattacke und noch eine robot. Schießattacke. Nimm den Cyborg, alle wollen den Cyborg. TPI sagt immer nur Ele. 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 TPI, riechst du Toast? Ah, Gott, mein Rücken. Kommt hier mal, massiert mich und bringt mir ein BH mit. Eine völlig normale Anfrage für einen Donnerstagabend, findet ihr nicht? Sieht kacke aus. Oder und der sieht auch komisch aus. Er sieht auf jeden Fall. Baylock will den Elementaristen. GPI will den Elementaristen. Der Steinmann war halt super cool. GPI hat nichts zu melden, nimm den Cyborg! Not Barry will den Psycho, ich will den Psycho. Ihr seid aber auch Wurstnäschen, ey. So, yeah, what an amazing moment for you. You must be excited. Aber Speedster wollte noch keiner. Elementalist. Psychic. Psychic. Wo sind wir? Psychic ist ja langweilig. Ela hat viel AOE. Oh, AOE finde ich gut. Ich will den Flugsaurier. Elenza und Dobi wollen auch den Cyborg. Wo sind die eigentlich, die Schelme? Cyborg. 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 With a heart of steel and regular. Ah, an Elementalist. Oh, der Elementalist hat fast nur Flächenschaden. Das finde ich geil. Und der GPI und Baylock Elenza zugestimmt haben. Psycho ist mega tollo, sagt mir. Kind of Ich finde aber Psychic langweilig. Ich finde Elementalist tatsächlich cool, weil wir eh schon Feuerattacken haben. Als Blaster haben wir ja... Elementalist. Wir nehmen den Elementalist. Dann ist Ninja noch sauer, das ist gut. Okay, I think those two will work nicely together. But now we're gonna need to change your backstory too. So let's go back again to that fateful night. Back when you were little. You did lay awake that night. But the reason you couldn't sleep was because you wanted to make the world a safer place. You walked to the mirror. Seht ihr übrigens, dass das jetzt auch noch ein richtiges Kinderzimmer ist? Steht hier wohl irgendwas? You looked in the mirror and wondered if anyone would ever love you. And then you heard a noise, but it was a baby crying.
Jetzt bereut er, nein. Wir hören ein Baby cryen. Out in the hallway, you saw two guys attacking a helpless baby on the floor. You had to stop them from hurting that baby, didn't you? You knew you had the power to stop them, and so you called upon your newly discovered power. Yeah, Elementarist! You had to stop these thugs in their traps. You started by entrapping the biggest in an ice prison. Ooh, das ist aber cool. Boom! Jetzt ist unterkühlt, okay? Ensnared by the cold, the intruder could only watch as it turned past him back. Kannst du den Hocker bewegen? Kannst du das Baby angreifen? Oh Gott, ihr habt Fragen. Yeah, who do you think you are, kid? The intruders approached you. Though little did they know, they had set themselves up perfectly for a sand trap. Eine Sandfalle. Aha! Wie das Baby sich freut. Impossible. You took the opportunity to heal and focus your powers. Ah, ein Heal ist immer gut. Ja, Wasser dann wieder. Oh, und ein Buff. I think I'll move over here. Oh man, I finally get to whack this damn kid. Feeling focused, you shrugged off the blow and readied your ultimate attack. Summoning the powers of ice, water, lightning and earth, you unleashed into the intruders an elemental onslaught. Whoa! Der Schlafanzug ist so gut, ich will den Schlafanzug. Kick the baby! Wir nehmen ja noch. Ah, die Statuseffekte können sich auch doppeln, das ist ja gut. Yeah, sind geschockt! I'm shocked. Haha. Der hintere ist nochmal gestorben. Anyway. And so you beat them. You swept the baby up in your arms to take him somewhere safe, and then that's when the unthinkable happened. You saw your dad fuck your mom. And from then on, you had to live with the fact that because you were busy helping a baby, you couldn't stop your mom from being fucked by your dad. That's heavy, man. I'm really sorry. I know you probably want to know why. Why your dad fucked your mom, but those are answers you'll have to find for yourself. Coon and Friends alert! Coon and Friends alert! Seriously, guys, alert! Alert! It's the Coon and Friends alert! This is Coon, it's the Coon and Friends alert! The Freedom Pals! What have they done now? Just get to Main Street, hurry! We're coming, Coon! Out! Well, new kid, looks like you might be needing those newfound powers. Follow me! Wir haben eine neue Kräfte-App. Ah, wir haben 4 Plätze für Kräfte, können die kombinieren, okay. Achso, okay. Okay, wir haben den Plasmastrahl, die Hitzewelle. Ah, die kickt Leute auch. Ach, das ist unsere Finale. Stopp, ja, jetzt haben wir gesehen, okay. Jetzt kommt Stan, okay. Okay, das ist ziemlich eklig. So, wir können... Der Plasmastrahl ist zwar ganz nett, aber den können wir ersetzen. So, durch die unterschätzte Superkraft der Schmutzkontrolle kann Entomanus die Erde selbst dazu bringen, an den Feinden zu nagen. Also so ein großer AOE ist natürlich nicht schlecht. Powerwort Chillen ist ein Effekt, den der Elementarist durch stinknormale Eiswürfel erzielt und dabei Schaden und Unterkühlung verursacht. Ich finde ja Statuseffekte gut, ne? Dann nehmen wir den Unterkühlungskram. Der macht brennend, das ist auch gut. Dann nehmen wir noch den Heal mit dazu. Dann haben wir was Grades und eine... Ja, das finde ich ganz gut. Dann haben wir nämlich das Allermeiste auf Intelligenz.
Kinder! Muss ich aber Feuer und Eis nicht aufheben. Nee, Elektro und das war zusammen. Das müssen wir ausprobieren. Ich glaube, das ist hier in dem Spiel egal. Ist ja nicht Divinity. Kinder! Hier ist jetzt erstmal gut. Oh. Ist noch kein Safe Game. Ups. Kinder, es tut mir leid, dass wir nur... Wie lange? Es sind jetzt aber auch schon wieder 2 Stündchen. Ach krass, dafür, dass ich nur ganz kurz wollte. Erstmal, liebe YouTube-Kids, macht's euch schön. Schön, dass ihr alle da seid. Macht es euch, dass ihr da wart. Bleibt da, guckt andere Videos. Macht Sachen und gleich, ne?